Minimalismus, träumst du auch davon, mit so richtig wenig in deinen Räumen auszukommen? Lass uns heute im Raumtalk genauer hinschauen und ich gebe dir meine besten Tipps, wie du zu mehr Minimalismus in deinen Räumen kommst. Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin, die Gründerin der I Love My Home Community von Ordnungsmagie und zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen riesen Schritt näher kommst. Ja, wir sehen es oft auf Social Media, in Magazinen und Co. Minimalismus mit so richtig wenig auskommen, es wäre ein Traum. Aber wir sind weit, weit davon entfernt. Das sind diese Räume, wo nur einige Dinge drinnen stehen. Und dann gibt es auch die Geschichten von diesen ganz kleinen Häusern, wo Menschen mehr oder weniger in einem Wohnwagen leben und alle Dinge auch weggegeben haben. Es ist oft ein Traum, das wär's. Dann wäre alles leichter, aber wie kommen wir dorthin? Genau das wollen wir uns heute anschauen und da auch ein neues Licht drauf werfen. Warum wollen wir uns da auf den Weg machen und es ist wirklich gut? Erster Blick, Minimalismus, wie wir es sehen, ist oft ein Bild, das hergerichtet wurde, wo alles andere weggeräumt wurde und überall herumsteht. Und in Wirklichkeit gibt es da auch viele, viele Dinge, die irgendwo versteckt sind, die in Abstellräumen sind und Co. Der Blick auf Minimalismus ist manchmal nur so ein einseitiger Blick und in sehr, sehr vielen Fällen ist da gar nicht so viel Minimalismus dabei. Warum wollen wir das? Schau da auch hin, warum möchtest du mehr Ordnung, weniger Dinge haben? Schau, dass du da einen Grund hast, der dich wirklich antickt. Wir machen keine Dinge, die schwerfallen. Und Minimalismus, von der Fülle dorthin zu kommen, das ist nichts Natürliches. Denn wir wollen wachsen im Leben. Und noch dazu ist unser Gehirn darauf programmiert, wenn wir zu viele Dinge loslassen, dann kommt ein Mangel auf und Mangel wollen wir nicht. Ganz klar, wenn wir zurückdenken bis in die Steinzeit, ob wir das eine Fell haben oder nicht, kann möglicherweise zwischen Leben und Tod entscheiden. Und genau das ist noch gespeichert und wir müssen nicht so weit zurückgehen, wo wirklich Mangel war und wir haben das in unserer Erziehung mitbekommen und da ist es schwer, in den Minimalismus zu gehen, ohne unbewusst da auch in den Mangel zu kommen. Das heißt, denn warum muss so richtig groß sein? 44 Gründe für Ordnung in deinen Räumen und für Minimalismus natürlich gibt es in einem Blogbeitrag von mir. Hol dir den unter diesem Video auf meiner Website, gibt es da auch den Link dazu. Minimalismus, wie kann ich schauen, wenn ich da loslege, dass ich nicht in den Mangel gehe? Wo komme ich anders in die Fülle? Wo hole ich mir andere Dinge ins Leben? In Sachen Erfolg, in Sachen Sport, in Sachen Hobbys. Das Spannende ist, wenn wir die stärken, dann können wir automatisch mehr loslassen und kommen automatisch einen Schritt auch näher dem Minimalismus. Das nächste Thema, wir erhoffen uns Minimalismus oft von einem auf den anderen Tag. Jetzt lege ich los und gebe alles weg. Stell dir vor, das passiert wirklich durch eine Katastrophe oder sonst irgendwas. Das ist echt schwer, das wollen wir nicht. Und unser Unterbewusstsein hält uns da auf. Von einem Tag auf den anderen Veränderung, da kommt Angst auf. Und die tut uns nicht gut und darum machen wir es dann nicht. Es geht darum, den einen kleinen Schritt zu machen.
Minimalismus kannst du auch in Bereichen schon starten, um dir das Gefühl schon zu holen. Such dir einen Raum aus, beispielsweise deinen Schlafraum, der wichtigste Raum in deinem Zuhause, und bring dort mal die Dinge weg, lager sie in den Abstellrahmen oder im Wohnzimmer, wo auch immer, um das Gefühl, wie fühlt sich Minimalismus an, auf gewissen in gewissen Räumen oder in gewissen Bereichen in deinem Zuhause schon zu spüren. Wenn dir das nämlich gut tut, dann wirst du mehr Motivation haben, den Minimalismus auch in die anderen Räume zu bringen. Entrümpeln mit Leichtigkeit. Entrümpeln soll leicht gehen und muss leicht gehen. Wenn wir entrümpeln und es fällt uns schwer, dann triggern wir im Gehirn Zentren, die einen Schmerz verursachen. Genau die Zentren, die wir triggern, wenn wir uns einschneiden oder verletzen und den Fuß brechen. Und wenn wir da immer wieder entrümpeln und es fällt schwer und jetzt muss ich, dann wird das immer, immer, immer schwerer. Minimalismus beginnt damit, das erste Ding wegzugeben. Mit Leichtigkeit und dann auch zu feiern und den Weg dorthin zu genießen. Bring das Idealziel schon in deine Räume. Was ist dein Traum? So wird es aussehen in meinem Zuhause. Du kannst dir Fotos googeln als Bildschirmhintergrund. Du kannst dir ein Vision Board machen. Du kannst dir schon ein, zwei Gegenstände besorgen. Diese eine Vase, die hätte ich im Flur, wenn ich so wirklich dieses Zuhause hätte, das mich stärkt. Und dann lege los. Wichtig ist nicht zu warten auf den Minimalismus, um glücklich und erfolgreich zu sein. Genieße den Weg dorthin. Möglicherweise kommst du am Weg darauf, dass so wirklicher Minimalismus nichts für dich ist. Für mich ist es so, ich werde nie in so einem kleinen Tiny House nur dort leben, weil ich liebe es, mich mit Dingen zu umgeben. Ich liebe es, Raum einzunehmen und da auch verschiedenste Dinge zu haben, immer wieder Deko und so weiter auch zu haben, die mich stärkt. Schau, dass du in Balance bist, feiere deine Erfolge und mach dich auf den Weg, genieß deinen Weg und berichte mir davon in meiner Facebook-Gruppe. Und wenn du gemeinsam mit mir loslegen willst, dann ist Ordnungsmagie das Programm für dich, weil da gehen wir den Weg gemeinsam, da gibt es den leichten Weg zum Entrümpeln und zur Ordnung im Alltag. www.mariahusch.com/Ordnungsmagie, da findest du alle Details. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt.